Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal an Bergkopf, herzlichen Dank für die detaillierten Ausführungen. Darüber hinaus möchte ich noch die grundsätzliche Position meiner Fraktion gewissermaßen zu Protokoll bringen. Die Fraktion Kasseler Linke wird der Vorlage zur Entlastung des Magistrats nicht zustimmen. Ein ums andere Mal haben wir in den letzten Jahren darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 1 Absatz 4 Nummer 10 Gemeindehaushaltsverordnung die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizuführen sind. Das ist beim Jahresabschluss 2018, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder nicht erfolgt. Bereits mit Datum vom 5.9.2018 hatten wir, nachdem unsere Kritik an der Intransparenz und nicht vorhandenen Rechtskonformität der Haushaltsdarstellung erneut ungehört verhallt war, in dieser Sache einen Brief an das hessische Innenministerium geschickt. In der Antwort des Ministeriums vom 3.12.2018 wurde unsere Auffassung dazu uneingeschränkt bestätigt. Im weiteren Verlauf des Schreibens ist es dann, Zitat, nach Absprache mit dem Regierungspräsidium Kassel wurde jedoch in der Vergangenheit auf die Vorlage der Jahresabschlüsse verzichtet, da diese in Form eines Beteiligungsberichts der Stadtverordnetenversammlung gesondert zeitnah vorgelegt werden soll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Voraussetzung einer zeitnahen Vorlage des Beteiligungsberichts nicht eingehalten wird, sollten die Jahresabschlüsse zukünftig dem Haushaltsplan beigefügt oder zeitnähere Beteiligungsberichte aufgestellt werden. Zitat Ende. Nun datiert der letzte vorliegende Beteiligungsbericht aus dem Jahr 2016. Eine tatsächliche Darstellung des Gesamthaushalts unter Einbezug der Beteiligung der Stadt Kassel, die also eine reale Darstellung der Haushaltslage in ihrer Gesamtheit ermöglichen würde, ist somit nicht möglich. Nun wurde im Revisionsausschuss angekündigt, die ausstehenden Beteiligungsberichte zeitnah im Herbst vorzulegen. Das ist zwar prinzipiell erfreulich, ändert aber nichts an unserer Auffassung hinsichtlich des heute zur Beschlussfassung vorliegenden Jahresabschlusses. Eine Entlastung des Magistrats ist angesichts des Nichtvorliegens eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2018 aus unserer Sicht schlicht nicht möglich. Ganz unabhängig davon, wie wir den Haushaltsvollzug im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses bewerten. Wir werden aufmerksam verfolgen, ob der Magistrat in den kommenden Jahren die Bereitschaft erkennen lässt, einen transparenten und rechtskonformen Jahresabschluss vorzulegen.